Redner für die SPD-Fraktion Dennis Rohde. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man der Debatte bis hierher gefolgt ist, muss man, glaube ich, am Anfang noch mal feststellen: Wir haben dieses Paket nicht gewollt. Es war nicht Bestandteil der Koalitionsverhandlungen. Wir haben darüber nicht zu der Zeitpunkt der Bildung dieser Koalition diskutiert. Dass wir heute über 200 Milliarden Euro diskutieren, hat sich niemand ausgesucht. Das ist allein Ergebnis des Angriffskrieges von Wladimir Putin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir reagieren. Und wir reagieren auf unterschiedlichste Art und Weise. Und die eine ist, dass wir in einem wirklichen Rekordtempo die Infrastruktur für erneuerbare Energien, für LNG, für später nachhaltigen Wasserstoff ausbauen. Noch nie wurden Infrastrukturprojekte in Deutschland so schnell vorangebracht. Und das ist etwas, was wir immer wieder betonen sollten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber zur Wahrheit gehört, neue Märkte erschließen, neue Kapazitäten ausbauen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das wird trotzdem Zeit brauchen, auch wenn wir optimistisch sind, dass die ersten LNG-Schiffe dieses Jahr noch anlanden. Aber wir wollen diese Zeit, die wir brauchen, um Angebot und Nachfrage wieder in den Einklang zu bringen, nicht. Wir wollen nicht in dieser Zeit die Bürgerinnen und Bürger alleine lassen, sondern wir wollen sie spürbar entlasten. Wir wollen, dass sie durch die nächsten Winter kommen, liebe Kollegen. Und deshalb diskutieren wir heute über 200 Milliarden. Und dass dann die Union von Parteitagsbeschlüssen spricht und dass es doch konkrete Vorschläge gäbe. Ich wäre als europäischer Konservativer in diesen Tagen sehr vorsichtig mit Schnellschüssen. Das kann kräftig nach hinten losgehen. Ich finde, wir brauchen nicht den erstbesten, sondern den besten Vorschlag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau deswegen ist es doch richtig, dass das passiert, was Matthias Miersch gesagt hat, nämlich dass man diejenigen, die wirklich Erfahrung in den Bereichen hat, in einer Expertenkommission dazu zusammengeholt hat, dass Politik dabei ist, aber dass diejenigen diskutieren, wie schaffen wir es, Entlastung in diesem Land sicherzustellen. Aber eben weil da auch Expertinnen und Experten diskutieren, Politik zwar dabei ist, aber am Ende dann in die Umsetzung erst kommt, ist es doch auch richtig, dass dieses Parlament heute quasi als sein Hoheitsrecht sagt, was das Ganze kosten soll und kosten darf. Das, was wir heute beschließen, nämlich den Rahmen von 200 Milliarden festzulegen, das ist gelebtes Königsrecht, das ist Haushaltsrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist damit eben das Gegenteil eines Blankoschecks. Und ich will es noch deutlicher machen. Wir beschließen heute die Summe. Und ja, die konkreten Maßnahmen werden erst in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Aber wir stellen sicher, dass mit jeder Maßnahme, ganz egal über den gesetzlichen oder den Verordnungsweg, jede Maßnahme, die Geld kostet, muss wieder durch den Deutschen Bundestag. Wir behalten das Heft des Handelns in der Hand. Und ich finde, das ist auch wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe in der Debatte ja gerade immer wieder diesen Vorwurf gehört, das sei alles so intransparent, da werden Säcke gefüllt und in den Keller gebracht. Das ist wirklich sehr intransparent. Es ist so intransparent, dass jeder hier im Haus mitbekommen hat, es geht um 200 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Erste. Das Zweite, es ist so intransparent, dass der Wirtschaftsplan, die konkrete Verausgabung, am Ende auch wieder im Haushaltsausschuss diskutiert und beschlossen werden muss. Es ist so intransparent, dass jeder Bürger sehen kann nachher im Wirtschaftsplan, wie viel ist denn von den 200 Milliarden abgeflossen, wie viel ist noch drin, wofür wurde es ausgegeben. Ich finde, das, was wir hier machen, ist das Gegenteil von Intransparenz. Wir verstecken es nicht in einigen Einzelplänen, hier mal eine Maßnahme, da mal eine Maßnahme, sondern wir bündeln und stellen gebündelt dar. Das ist maximale Transparenz, und es ist das Gegenteil von Intransparenz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht ja auch gar nicht bei dem Vorwurf um die Sache. Ich stelle mir mal vor, wir hätten das gemacht, was Christian Haase hier gefordert hätte. Wir würden das in die nächsten Haushaltsverhandlungen mit einbringen. Wir würden gucken, was wir konkret dann etatisieren. Wenn wir das machen würden, dann würden Sie uns doch vorwerfen, wir würden für keine Planungssicherheit sorgen, wir würden nur Monat für Monat gucken, und wir wären uns der Größe dieser Krise nicht bewusst. Ihnen geht es doch nicht um Kritik, Ihnen geht es plump ums Dagegensein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist der Unterschied. Und Felix Banatschak hat das gerade gesagt. Und ich will das, weil wir immer
in diesen Konstellationen mit in Regierungsverantwortung hier auch noch mal sagen. Das ist der Unterschied unserer heutigen Koalitionspartner zu unserem vorherigen Koalitionspartner. Als der WSF eingeführt wurde, war auch noch nicht klar, wie teuer das Ganze wird. War auch noch nicht klar, für was genau am Ende verausgabt wird. Als der WSF eingeführt wurde, haben wir über 600 Milliarden Euro diskutiert. Und Grüne und FDP haben aufgrund ihrer staatspolitischen Verantwortung zugestimmt und haben nicht dieses Kasperle-Theater aufgeführt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich komme zum Schluss. Frau Präsidentin, der Rahmen, den wir heute setzen, er ist richtig und er ist angemessen. Wir als Deutscher Bundestag behalten das Heft des Handelns in der Hand. Von daher, glaube ich, kann jeder Parlamentarier heute mit gutem Gewissen zustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Florian.